dem Fall ja vom Livestream-Touchmeister das Thumbs Up bekommen. Dann würde ich sagen, legen wir doch los. Herzlich willkommen, die doch vielen Menschen, die her sind gekommen und selbstverständlich auch allen, die von daheim aus zuschauen. Ich werde schon von Anfang an sagen, die Menschen, die daheim sind, geht vielleicht nicht zu weit weg vom Bildschirm, weil am Schluss, wenn ihr Fragen habt an unser Panel hier, werdet ihr das über YouTube-Kommentare können stellen. Also am Ende vom Podium ist es sinnvoll, vor der Tastatur zu hocken. Oder, genau. Ja, das heutige Podium. Wir reden über Wohnen. Und zwar konkret, wie erreichen wir das Drittus-Ziel? Genau, das ist unser Thema von heute Abend. Ich komme gerade noch dazu, mit was für Menschen ich hier vorne darf hocken. Zuerst selbstverständlich, ein solchen Abend kann es nicht geben, ohne erstens mal viel Herzblut, aber auch Geld und Unterstützung von Seiten von Institutionen. Darum hier ganz herzlichen Dank an unsere Sponsoren. Und da möchte ich auch noch für die Wogenau, die nicht nur als Sponsorin da ist, sondern auch als Gesprächspartnerin auf der Bühne hockt. Danke vielmals. Ja, wir sind jetzt mit im Fokusmonat Wohnen. Ihr seht, wir haben bereits angefangen, nein, das seht ihr hier nicht, aber wir haben bereits angefangen mit einer Pitch Night, wo verschiedene Leute rund ums Wohnen 7 Minuten haben ihre Sicht dargelegt. Und heute Abend reden wir konkret über die Stadt Zürich, wie wir eben das Drittus-Ziel erreichen. Ich möchte jetzt aber auch noch, da wollte ich her, über zürich.ch kurz reden. So, jetzt. Wer sind wir? Wir sind ein Stadtmagazin, wer zürich.ch nicht kennt. Uns geht es darum, Geschichten zu erzählen, die andere aber nicht erzählen. Und ganz wichtig, wir wollen mit unserer Community reden. Darum gibt es so Sachen wie die Fokusmonate, darum gibt es so Sachen wie unsere Podien und unsere Community. Wer will ein Member werden, das kann man. Und zwar unter dieser Webseite hier, wo jetzt sagen, hinter der Heimann ein bisschen versteckt ist. Schon gut. Und da ein kleiner Tipp, wer sich jetzt noch nicht ganz sicher ist, ob man das will oder nicht. Man kann also 2 Monate gratis testen, Member zu sein, sich dann immer noch umentscheiden. Aber ich kann sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir dazu, wer da vorne hockt. Wir fangen doch da ganz rechts an. Da haben wir Anita Wiemann. Sie ist Präsidentin von Wogenau, unter anderem. Sie ist auch noch bei Alternativen Bank dabei, aber heute ist sie als Präsidentin von Wogenau bei uns. Dann direkt rechts von mir, da steht Heimann, Direktion, Direktorin, pardon, Liegenschaften Zürich. Mein Name ist Ursina Ingold, ich führe durch den Abend. Schaue, dass wir alle im Schloss als Freunde von dieser Bühne gehen. Und links von mir ist noch der Mario Schneider, Leiter Immobilien Pensionskasse Nest. Und so würde ich sagen, starten wir. So, das Kästchen verwirrt mich noch ein bisschen. Starten wir in den Abend. Das Drittus-Ziel. Kurz eine Übersicht, was heisst das eigentlich? Im Jahr 2011 hat die Stadt Zürcher Stimmbevölkerung klar mit über 65% Ja gesagt dazu, dass bis im Jahr 2050 ein Drittel aller Wohnungen sollen gemeinnützig sein. Das heisst, ein Drittel aller Mietwohnungen sollen nur Kostenmieten kosten. Also deutlich unter dem Marktpreis. Und jetzt geht es darum, wie kommen wir dorthin? Im Moment ist die Quote von diesen gemeinnützigen Wohnungen bei gut 26% und stagniert jetzt dort ein bisschen. Und wir sind heute Abend hier, um darüber zu reden, wie kommen wir auf die 30% in den nächsten 30 Jahren, hoffentlich, idealerweise natürlich, ein bisschen früher. Wie schon gesagt, bei diesen 26% stagniert es vorletztes Jahr und dieses Jahr ungefähr. Es hat sogar um 0,1% abgenommen 2019. Und in einem Interview hat ein Mitglied vom Stadtrat gegenüber dem Tagesanzeiger gesagt, wir sind jetzt auch nicht gross optimistisch, dass es nächstes Jahr besser ist. Jetzt möchte ich da gerade mit Frau Heimann anfangen. Ihr seid Direktorin von Liegenschaften Stadt Zürich. Wieso ist die Stadt nicht optimistisch? An was fehlt es denn? Das
Das ist eigentlich eine relativ einfache Antwort. Letztendlich ist es das Bauland, oder? In einer dichter werdenden Stadt ist genau das das knappe Gut. Und wenn man jetzt auch noch auf städtisches Bauland schaut, dann ist es da so, dass man natürlich bei einer größer oder dichter werdenden Stadt vor allen Dingen auch ganz viel Infrastrukturbedarf haben. Es gibt im Moment sowas, könnte man nennen, wie eine Schulbauinitiative oder Offensive fast. Das heißt, alle städtischen Flächen, die heute da sind, werden im Vorzug einfach dann für solche Infrastrukturbauten natürlich auch benutzt, wobei wir auch noch nicht wissen, was dann auch noch in ein paar Jahren kommt. Das heißt aber, dieses offensive Vergeben von Bauland für Wohnungsbau ist zumindest etwas gebremst. Es gibt mit Sicherheit Areale, die genau dafür da sind und auch prädestiniert sind, wie jetzt beispielsweise die Torgauer Straße. Das ist so das, was groß dann als nächstes kommen wird. Und das andere ist, wir sind auch sehr aktiv, oder? Es ist ja nicht so, dass Stadt nichts macht, sondern es sind im Moment eben 2500 Wohnungen in Planung. Und eben in den letzten 4 Jahren wurden 2400 Wohnungen erstellt. Das sind eine ganze Menge und von daher hat das so eine Komponente. Aber die Privaten sind einfach schneller. Gehen wir noch gerade zu den Privaten, beziehungsweise auch zu den Institutionen, nämlich Pensionskassen, investieren viel in Immobilien, haben auch einen Renditendruck, weil schlussendlich mit dem müssen Renten finanziert werden. Dir von Seiten der Pensionskasse nicht so ein drittes Ziel. Ist das etwas, das dir daran hilft, mitzuschaffen? Schlussendlich seid ihr aber eigentlich in Konkurrenz um eben das knappe Bauland. Ja, wir würden gerne können mitschaffen, aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn man auf dem freien Markt heute muss Bauland kaufen, hat man schon fast keine Möglichkeiten, oder sind einem viele Möglichkeiten genommen, zum am Schluss noch das Land, also Wohnung wirklich günstig können anbieten. Weil bauen, glaube ich, tun wir alle gleich oder ähnlich und es baut keinen günstiger oder wirklich teurer, sondern das Bauen kostet für alle gleich viel. Und da macht wahrscheinlich das Land den grossen Unterschied. Bauen ist also teuer für Genossenschaften, Baugenossenschaften. Werden oft sie also wie die wichtigsten Partner für die Stadt, für eben die gemeinnützigen Wohnungen herzubekommen bis in 30 Jahren. Genossenschaften gibt es schon lange. Der Bau hat relativ viel Platz. Es ist doch eben rund ein Viertel, nicht ganz, glaube ich, Stadt Zürich, wo Genossenschaftswohnungen sind. Vielleicht eben der Anteil wird nicht grösser. Braucht Genossenschaften mehr Land? Aber wenn ja das Land so teuer ist, kann die Genossenschaft überhaupt Land kaufen und sich da beteiligen an diesem Drittelsziel? Also natürlich tun sich Genossenschaften schon seit Jahrzehnten, also auch vor dem Drittelsziel, um das Problem kümmern. Also es wird sehr viel gemacht, aber die Privaten haben zum Teil einfach mehr Geld, wollen auch mehr Geld ausgeben, wenn man teilweise schaut. Die Wogino kauft ja auch Häuser, bestehende Häuser, und entzieht die so der Spekulation. Und da muss ich auch sagen, wenn man da teilweise Preise schaut, die in der Stadt Zürich für Immobilien gezahlt werden, und jetzt nicht von Nest, aber teilweise auch von Pensionskassen gezahlt werden, da wird so Angst und Bang, oder? Und da kommen wir dann, also kostümiert in Nähern, oder? Aber wenn man dann dort wirklich in dieser Spirale mitdreht, dann kommt man auch auf Mietzins, auch wenn es kostümiert ist. Die sind nicht mehr wirklich für eine breite Bevölkerung zahlbar. Und für uns ist die Stadt natürlich eine spannende Partnerin. Also einerseits mit dem Baurecht, wo man teilweise die Landkaufkosten umgehen kann und die Stadt doch immerhin noch die Hand auf dem Land hat, was mir persönlich eigentlich sehr wichtig ist. Also das ist das eine. Und was für uns immer wieder spannend ist, dass wir auch Private zum Beispiel haben oder Erbengemeinschaften, wo wollen Häuser verkaufen und sie nicht den meistbietenden verkaufen. Also wo man wirklich muss probieren, die Philosophie von der Genossenschaft weiterzugeben, zu zeigen, was machen wir anders. Wo genau ist mit Selbstverwaltung unterwegs. Und da gibt es manchmal dann wirklich auch in der Stadt Zürich, wo doch viele einfach Renditen treiben sind, durchaus auch Leute, die Häuser verkaufen, weil sie sagen, wir wollen, dass die der Spekulation entzogen werden und zu Preisen, die wir noch können und wollen, zahlen. Da sind wir jetzt mit im Thema, jetzt für mal ganz konkret zu werden. Ist es denn überhaupt möglich, sagen wir jetzt mal Kreis 4, günstiges Wohnen neu zu erschaffen? Wir haben jetzt gehört, die Immobilienpreise sind mega hoch. Der Stadtrat kann jetzt eigenständig auch teure Immobilien kaufen, ist nicht mehr auf die 2 Millionen beschränkt. Aber eben,
Kostenmieten setzen sich ja gleichwohl zusammen aus der Anschaffung. Also ist es möglich, günstigen Wohnraum zu schaffen in beliebten Kreisen? Schauen wir noch gerade mit der Genossenschaft an. Also es ist eine sehr grosse Herausforderung, oder? Wenn wir jetzt bei uns schauen, dann werden wahrscheinlich die meisten im 3, 4 und 5 wohnen. Und wenn man schaut, dann stehen die meisten Genossenschaften am Rand der Stadt. Und das ja, passt natürlich zum Teil nicht so überein. Also ich denke, im 4 ist es eher jetzt für uns etwas Bestehendes zu kaufen. Und ja, zu schauen, dass das eben ein Preis ist, der dann auch noch eine Miete gibt, die zahlbar ist. Oder? Aber darüber zu philosophieren, was ist eine zahlbare Miete, das finde ich dann schon auch noch ein Thema. Oder? Also, weil das heisst, einmal der günstige Wohnraum, wir müssen, also, wenn man dann die Zahlen dann anschaut, dann ist das trotzdem in Zürich recht teuer. Aber wir würden es eher so machen. Vielleicht die Frage an dir als Vertreter von Pensionskassen. Eben, ihr seid ja gesagt, ihr seid quasi selber auch in diesem Hamsterrad, dass ihr euch bieten müsst und auf horrende Mieten aufkommen. Ist da überhaupt noch ein Ziel, günstige Mieten anzubieten? Wenn man schon so viel investiert, dann kann man ja auch noch gerade teure Wohnungen daraus machen. Ja, also das eine ist, wir haben, es gibt eine Firma, Immobilienaktiengesellschaft, die heisst Logiswiss. Die hat sich um günstigen Wohnbau verschrieben. Und dort haben wir, gehören wir zu den grösseren Aktionären. Da leisten wir also einen Beitrag daran, dass wir uns dort wirklich gross engagieren tun. Das andere ist, ich glaube, dass ein grosser Hebel, was ist, das ist die Ausnutzung, die es auf den Grundstücken gibt. Man redet ja von verdichtetem Bauen und so. Und es gibt doch sicher einige Grundstücke in Zürich, die rechte Ausnutzungsreserven haben. Sicher ein Grundstück, das vielleicht in der Industriezone liegt, wo die Stadt sagt, wir hätten dort gerne einfach das Gewerbe erhalten. Und dort würden sicher Möglichkeiten bestehen, dass man sagt, man könnte das auch lockern, dass man zum Beispiel dort auch Wohnen machen kann. Und dafür müsste der Investor halt einen Teil in einem gewissen Mietsegment nachher anbieten. Und wenn er die Möglichkeit hat, das quersubventionieren, dann kann das durchaus etwas sein, was sich am Schluss für den Investor lohnt oder interessant ist für ihn. Aber wenn man, wie heute einfach sagt, es ist einfach so, wie es ist, dann ist es für uns auch sehr, sehr schwierig, dann am Schluss noch wirklich können sagen, wir können das noch günstig anbieten, ohne dass wir unseren Kernauftrag verlieren. Aber jetzt auf einem Grundstück, wo vielleicht vorher ein älteres Haus ist gestanden, wahrscheinlich jetzt subjektiv gesehen ein schöneres, dort verdichtet bauen, ist das der Sinn der Sache, wie die hohen, eng gebauten, kleinen Wohnungen möglichst viel ein Grundstück drauf pflastern? Ich denke, es ist vor allen Dingen begrenzt, die Möglichkeit, oder? Richtig schöne Häuser einfach abzureißen. Da gibt es den Denkmalschutz, da sind die Grenzen ganz deutlich gesetzt. Das haben wir jetzt bei dem Bundesgerichtsurteil für die FGZ gerade alle gehört oder vernommen, dass da einfach eine Grenze ist, wo eben auch eine gesellschaftliche Verträglichkeit von so viel Ersatzneubau, denke ich, auch da mit so einem Entscheid in Frage gestellt wird. Das ist die limitierende Größe, oder? Und das andere sind aber trotzdem, denke ich mal, die Erfolgsfaktoren, die da drin stecken, wenn es eben vielleicht nicht so ein hübsches Haus ist, auch sogar noch statische Mängel oder energetische Mängel sind, dass man trotzdem über Ersatzneubauten weiter nachdenkt. Ersatzneubauten haben es grundsätzlich im Moment schwer, oder? Dadurch, dass so viel ersatzneu gebaut wird, gibt es auch relativ viel Widerstand natürlich aus den Quartieren, das ist uns bewusst. Aber gleichzeitig ist es das einzige Mittel in der bestehenden Stadt, in den Strukturen wirklich neuen Wohnraum zu erstellen. Und das ist eine Bilanz von ungefähr 1,66 Wohnungen auf jede abgebrochene Wohnung. Das heißt eigentlich mit +66% ist das ein erheblicher Beitrag, den man leisten kann, wenn man dort mit einer gewissen Abwägung natürlich einfach doch auch Ersatzneubauten zulässt, akzeptiert, auf jeden Fall als ein mögliches Mittel. Genau. Ja. Also Sie sprechen ganz ein spannendes Spannungsfeld, wo gerade ältere Genossenschaften in der Stadt Zürich nämlich drinstehen. Oder? Und ich finde die Diskussion sehr interessant, dass also teilweise Nachkriegsbauten geschnitten mit Räumen, die eigentlich nicht so prickelnd sind, zum Teil sehr viel kleiner, wie wir uns heute gewöhnt sind, einen Wohnraum uns vorzustellen. Also unsere Ansprüche sind ja doch auch recht stark angestiegen in den letzten 20, 30 Jahren. Und dort ist dann immer
die Diskussion, oder? Die Leute, die jetzt drin wohnen und zum Teil sagen, hey, so günstigen Wohnraum finde ich nie mehr. Also wenn das abgerissen wird, man baut etwas Neues, dann haben wir mit der Kostenmiete einfach ganz andere Mietzinsen, obwohl von der Baugenossenschaft nicht irgendwie spekuliert damit, oder? Und dort ist dann immer das Spannungsfeld, oder? Man sagt ja, will man jetzt den Wohnraum möglichst erhalten, dass er so günstig bleibt, im Wissen darum, dass er aber eigentlich nicht mehr so zeitgemäss ist, aber wahrscheinlich würde man immer Leute finden, die sagen, ich nehme das alles in Kauf. Oder sagt sich eine Genossenschaft ja, renovieren in dem Sinn macht nicht so viel Sinn. Wir reissen das wirklich ab, bauen, verdichten und nutzen Möglichkeiten aus, die das Gesetz und Bau- und Zonenordnung einem gibt. Und das gibt auch innerhalb der Genossenschaften zum Teil ganz heftige Diskussionen, was man dann wirklich will und wie das soll weitergehen. Ja, man stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, muss es im Zentrum sein? Das ist auch noch eine Frage, wenn wir über verdichtetes Wohnen reden, aber einfach allgemein über bezahlbaren Wohnraum. Müssen wir es ins Zentrum nehmen oder muss man halt, wenn man nicht so viel für eine Miete zahlen kann, davon ausgehen, ja, ich gehe jetzt halt an den Stadtrand, würde ich sagen. Ich dir als erstes. Ja. Ob jetzt dann am Stadtrand das nachher so viel günstiger ist, also wir haben jetzt das Angebot auf den Tisch bekommen, zum Prüfen aus Altdorf, Kanton Uri, am Rand von Altdorf zu einer Bruttorendite. Das ist vor 2 Jahren war das Zürich gewesen. Also gehe ich mal davon aus, dass wenn das von Schwammendingen kommt oder von Oerlikon, dass man da fast über nachher zu den gleichen Preisen redet, wie wenn man näher am Zentrum dran ist. Das ist wahrscheinlich, der Unterschied ist wahrscheinlich nicht mehr so gross. Ich würde gerne noch ergänzen. Ich glaube, das durfte ich sogar schon bei einem anderen Gelegenheit auf einem, also es war kein Podium, es war so eine kurze Präsentation von Zürich bei dem vorgängigen Wohnblock sagen, dass ich einfach glaube, dass es wichtig ist, dass sich die Quartiere jetzt eben, die im Norden sind, meinetwegen Oerlikon, Schwammending, dass das auch Quartiere werden, wo eine wachsende Stadt, sag mal, Charakter findet, so dass nicht mehr alle immer nur denken, ich müsste im Kreis 4 und 5 wohnen oder jede Großstadt wie in, gut, wir sind lange davon entfernt, Berlin zu werden, das ist vollkommen klar, aber da werden Quartiere plötzlich zu Subzentren, haben ihre eigene Attraktivität und dieser Druck aufs Zentrum kann eigentlich dadurch wie abgefedert werden und das würde ich einfach Zürich noch wünschen, dass das noch mehr wird. Vielleicht jetzt nochmal gleich auf die Umsetzbarkeit oder auf das Wie zurückzukommen. Ihr habt vorhin Zahlen genannt, wie viel gebaut wird und wie viele gemeinnützige Wohnungen mit Kostenmieten sind gebaut worden. Und gleich stagniert es, es nimmt sogar ein bisschen ab, der Anteil. Längt es denn jetzt die Massnahmen, die wir haben, dass eben Stadtrat eigenständig Immobilien kaufen kann, mit Baurecht, das man vergeben kann? Oder müssen wir vielleicht einen Schritt weiter gehen? Müssen wir anfangen mit Vorkaufsrecht? Oder nicht, die Eignungen vielleicht nicht gerade, aber so müssen wir jetzt weitergehen, dass man es schafft, zumindest in Richtung von diesen 30% zu kommen? Vielleicht noch bei euch vor der Stadt anfangen? Genau. Das ist wahrscheinlich die Frage an diese, also die Stadt, wo sich die Frage dran richtet. Aber ich glaube, Sie haben jetzt schon in Ihrer Frage schon viel von der Antwort letztendlich implizit erwähnt. Das heißt, wir haben heute keine gesetzliche Grundlage, irgendwo einen Schritt weiter zu gehen. Wenn Stadt nicht genug Land hat und es auf dem freien Markt nicht erwerben kann, dann ist da einfach eine Grenze. Das Vorkaufsrecht, was Sie jetzt angesprochen haben, das sind Themen, die gibt es, aber die sind wie in einem anderen Zusammenhang. Stadt konnte dieses Jahr 2 Liegenschaften erwerben, wo sie einfach wie ein gesetzliches Vorkaufsrecht hat. Aber das aus Gründen, dass man halt ein Miteigentum schon an dem Anteil hatte. Und das ist nicht, wenn man überhaupt keine Beziehung zu dem Grundstück hat, dann ist das natürlich schwierig. Und das Nicht-Zonenkonforme, das sind auch noch vielleicht Gelegenheiten, wo man zu einem Vorkaufsrecht käme. Aber dann ist es auch nicht zonenkonform, oder? Und dann ist es dann schon wieder nicht mehr die Lösung für das Problem. Das heißt, wir denken, dass in 30 Jahren sich noch wahnsinnig viel tut. Wir wissen nicht, was wirklich in 30 Jahren ist. Das dürfen wir heute auch alle sagen. Das wäre mutig zu sagen, ich wüsste, was in 30 Jahren ist. Und es hat auch schon mal eine Stadtflucht gegeben. Ich denke, wir sind alle mit viel Tatendrang dran und hoffen einfach, dass wir einen tollen Beitrag leisten können. Vielleicht eine andere Frage ist, kann man die neu, eben jetzt vom verdichteten Wohnen geredet, und aber trotzdem, wenn man abreisst,
Frau Wiemann hat es gesagt, wenn man es abreißt und verdichtet, schlussendlich ist die Kostenmiete ja dann gleich höher als das alte Gebäude. Kann man denn überhaupt günstigen einfach Wohnraum bauen, trotz Kostenmiete und alles? Oder müssen wir das quasi einfach ein bisschen aufgeben und sagen, ja, nur kostet halt viel mehr Stadt Zürich als anderswo zu wohnen? Ja, es kommt natürlich. Also gut, man Bauen kostet überall etwa gleich viel. Aber zum Beispiel gerade, wenn man darüber redet, wie viele Quadratmeter pro Person einfach dazugehört, oder? Dann gibt es da natürlich schon Unterschiede, die man feststellen kann zwischen Wohnbaugenossenschaften und viele Immobilienunternehmen auf dem freien Markt, die sagen, ich vermiete dem, was Miete zahlst, mir wurscht, ob einer drin wohnt oder eine Familie oder weiss ich nicht, wie viele Leute. Und das ist zum Beispiel etwas, wo die Wohnbaugenossenschaften natürlich mehr Einfluss nehmen, wo man schaut auf Belegung, oder? Also wie viele Leute sollten oder mindestens dort wohnen. Es gibt ja auch spannende Studien, die belegen, dass Quadratmeter in der Wohnbaugenossenschaft pro Kopf weniger sind. Ich glaube, das ist schon auch ein Thema, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Dann kann man sich durchaus fragen, braucht es in jeder Wohnung eine Waschmaschine, einen Tumbler? Oder kann man zum Beispiel sagen, hey, das ist eine Hausgemeinschaft mit sechs Parteien. Das kann man miteinander gemeinsam nutzen. Also das ist etwas, was man in verschiedensten Wohnbaugenossenschaften sieht, dass man dort bewusst auf gewisse Standards verzichtet, die bei anderen quasi einfach automatisch dazugehören. Dort kann man sicher etwas machen. Was auch ein Punkt ist, wenn man dann aus Steuergründen renoviert, oder, dass man das wieder absetzen kann, ist zum Beispiel bei den Genossenschaften durchaus ein Thema, wie schnell muss modernisiert werden, einfach zum, ich bin jetzt ein bisschen plakativ, oder, wer spekuliert damit, renoviert wahrscheinlich schneller, macht es auf einen neuen Stand, kann entsprechend mit der Miete auf. Das sind Genossenschaften eher zurückhaltender. Man schaut auch nachhaltiger, wie man plant. Und das sind natürlich Punkte, die sich auf die Kosten dann positiv auswirken. Standards tief halten, weniger Wohnraum, ist das für euch auch ein Thema, wenn ihr Immobilien baut, umbaut? Das ist, also, wir stellen einfach fest, dass zumindest das Mietersegment, das wir also meistens ansprechen, die haben gewisse Vorstellungen, wie eine Wohnung muss ausgerüstet sein. Da gehört es dazu, dass die Küche einen Naturstein hat, dass man eine schöne Front hat, dass man einen schönen, tollen Boden hat, dass alle Leitungen unterputzverleiht sind. Alles gut. Und das sind Sachen, die kosten einfach Geld. Man kann das auch alles günstiger machen, man kann Nadelfilzböden machen, man kann die Leitungen aufputzverlegen, man kann aufhören, grosse Keller bauen, die grosse Tiefgarage bauen. Das sind Kostentreiber. Mit dem haben wir sicher hat man Möglichkeiten, aber wie soll ich sagen, es gibt es nicht gerade einfach gratis. Also der Mieter muss auch damit leben, dass er nachher nicht den gleichen Ballast hat, um zu zeigen, es braucht er nicht jede 3,5 Zimmerwohnung, Bad, Dusche, separat. Zwei Nasszellen, das ist ein riesen Luxus, wo man sich einfach so über die Jahrzehnte eingeschlichen hat, wo heute ein Standard darstellt, dass man das findet. Und ein anderes Thema ist sicher, ob man nicht sich muss anfangen, Gedanken machen darüber, dass man Bauteilbörsen besser nutzt. Muss immer alles neu sein, wenn man jetzt saniert oder neu baut, kann man auch gebrauchte Artikel weiterverwenden und so versuchen, nicht nur die Kosten, sondern auch für die Ökologie einen höheren Beitrag zu leisten. Also das sind für uns, muss ich jetzt offen sagen, noch gross, ein Teil sind echt neue Themen, die da kommen, wo wir uns intensiv damit auseinandersetzen. Aber da haben wir in Zürich, finde ich, spannende Beispiele, oder? Also eine Kalkbreite, wo ich kein Auto haben darf, steht in den Statuten, ja, oder, von der Genossenschaft, und wo sie eben auch keine Garage haben, weil unten dran ist das Tramdepot, oder? Und ich bin aber öffentlich mit dem ÖV so top vernetzt, dass es auch eine Dummheit wäre, mitten in der Stadt, wenn jeder noch sein Auto hat. Es hat aber einen Mobility-Standort auf dem Platz, also was in meiner Wertvorstellung bin mir bewusst, dass die natürlich nicht alle teilen, aber ich finde zum Beispiel in einer Stadt wie Zürich, ein eigenes Auto haben, finde ich, macht wenig Sinn. Oder? Ausser es ist auch ein Statussymbol. Und bei der Kalkbreite hat man zum Beispiel gesehen, die haben kein Problem gehabt zu vermieten, obwohl es keine Garage hat. Oder?
Und obwohl sie auch von, sie haben zum Beispiel auch den grossen Innenraum, für die, die Kalkbreite kennen, ist bereits öffentlich zugänglich. Was ja die Stadt eigentlich jetzt möchte, planen, künftig, das vermehrt zu machen, dass man eben Räume gemeinsam nutzt und nicht einfach dem Eigentümer gehört, jetzt das Land, das ist mein Wiesli und da darf niemand drauf. Also ich finde, wir haben durchaus Pionierprojekte in der Stadt, die zeigen, das kann man anders machen. Und spannenderweise findet man eben wirklich auch Leute, die mitmachen. Also eben, ich verstehe, wenn Sie sagen, ja, unsere Mieterinnen und Mieter haben gewisse Ansprüche, aber spannenderweise kann man das mindestens in der Stadt Zürich auch umsetzen, dass das ganz anders aussieht, oder? Vielleicht, mir stellt sich jetzt die Frage, wenn man natürlich gerade in der Genossenschaft eine Genossenschaftswohnung zu bekommen, ist nicht einfach. Man wartet ja oft 4, 5, je nach Quartierjahr, wenn man überhaupt eine bekommt, wenn man selber nicht ein Familienmitglied oder selber in der Genossenschaft hineingeboren worden ist. Ist es denn wirklich freiwillig von den Menschen, dass sie aufs Auto verzichten, den Raum teilen, was auch immer, oder ist es halt die Abstriche, die sie machen, dass sie überhaupt die Wohnung können zahlen? Also ich glaube auch, dass man in Zürich im Moment relativ viel anbieten kann aufgrund der Wohnungsnot, oder? Das ist schon wieder fast zu viel. Es ist ein bisschen knapp, das ist so, oder? Aber man kann viel anbieten. Die Mieter sind auch bereit, einfach eben, denke ich, Standards hinzunehmen. Letztendlich sind die Altbauwohnungen am beliebtesten und da ruft keiner nach dem neu gefliesten Boden oder so. Aber man muss auch immer aufpassen, was so in die Zukunft sinnvoll ist und das aber mehr auch im Hinblick eigentlich auf Unterhaltskosten und solche Themen. Aber von daher, denke ich, hat das so seine Grenzen, was man an Standards vielleicht reduzieren kann. Und ich sage nur, es gibt diese diese Kostenlimiten, die Wohnbauförderung vorgibt in den Baustadt Zürich. Das ist ein mittelmäßiger, aber durchaus sehr ansprechender Standard, der dabei realisiert werden kann. Aber der große Hebel ist und bleibt einfach auch immer wieder das Land. Oder? Also man kann oben relativ gut noch sparen oder noch ein bisschen reduzieren, aber letztendlich sind es die Landkosten, die einfach dann hinterher doch den Ausschlag geben, eben, dass die Mieten gar nicht so günstig vielleicht sein können. Aber wenn man so mit dem Land umgeht, wie Genossenschaften mit dem Land umgehen oder die Stadt Zürich eben auch, das heißt, das hat keine Wertsteigerung, das Land, was hat, wurde eher abgeschrieben, heute jetzt nicht mehr, wurde abgeschrieben, es hat keine Wertsteigerung und dann können wir auch nach einer Sanierung, nach einem Ersatzneubau sehr günstige Mieten anbieten. Und bei uns ist so 1500 Franken für eine 4,5-Zimmer-Wohnung, das ist sensationell und ich glaube, viel günstiger muss es auch heute fast nicht mehr sein. Selbstverständlich gibt es Haushalte, die sich auch das nicht leisten können, aber das scheint uns so in dem Bereich wirklich eine realistische Größe. Kann ich bei euch auch so eine konkrete Zahl bekommen, was für euch die günstigste Vierzimmerwohnung ist, die ihr anbietet? Das weiss ich jetzt. Also, Dreizimmerwohnung, weil mal Vierzimmer ist die günstigste, war 950 Franken. Liegt aber auch daran, dass das Mieter waren, die jetzt etwa 40 Jahre in diesem Objekt gewohnt haben. Und das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Weil das Objekt ist jetzt natürlich auch ausgelebt. Und bei Neuvermieteten? Die vermietet werden jetzt? Ja, wird sicher mal zwei sein, so eine Wohnung, wenn man sie instand stellen muss. Wobei das für Zürich immer noch sensationell günstig wäre. Für jemanden, der privat vermietet. Wie jetzt wir. Aber sonst sind die Wohnungen sicher eine Ecke teurer. Vielleicht noch schnell zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Wegen der Kalkbreite, dass das kein Problem war. Ich denke mir, es ist auch etwas anderes. Eine Genossenschaft hat eine Idee. Und eine Genossenschaft findet Leute, die die Idee mittragen. Und das ist einfacher, nachher die Wohnungen auch wirklich zu vermieten, als wenn man jetzt einfach zuerst baut und nachher die Leute sucht, die die Idee mittragen. Und die andere Feststellung ist schon an der Stadtgrenze. Also wenn man die Stadt verlässt, dann kann man, werden anspruchsvoller. Man kann weniger gewagte, innovative Projekte vermieten, an die Frau oder am Mann bringen, als das in der Stadt möglich ist, wo die Leute einfach aufgeschlossener sind. Es ist urban, sie sind anders aufgestellt. Das ist etwas, was wir stark feststellen tun. Ja, die Stadt Zürich ist seit 30 Jahren rot-grün alternativ. Mein Gott, das sieht man auch
in den Ansprüchen, wie man will wohnen, wie man will leben, oder? Ja. Unter anderem eben zum Beispiel, also Kalkbrett ist jetzt ein Beispiel, es gibt auch andere, oder? Aber die haben wirklich gewisse Sachen aufgestellt. Wenn ich so mit meinen Fachhochschulstudien anschaue, bei der Genossenschaft, dann ihre Statuten, die schauen mit so Augen an. Was? Kein Auto, oder? So, mein Gott, kann man so leben, oder? Da muss man sagen, mal, das geht, oder? Ich glaube halt, dass es wichtig ist, ganz unterschiedliche Angebote zu haben. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu einheitlich werden mit dem Verdichten, oder? Weil, wenn ich jetzt bei uns schaue, bei der Wogino, wir haben viele alte Immobilien, auch in den Kreis 3, 4 und 5. Und die Leute sind total happy, dass es so ist. Und da fehlt ein gewisser Standard. Eben, da fehlt dann vielleicht die zweite Nasszahl auch bei den 4,5-Zimmerwohnungen. Die wird wahrscheinlich auch bei der Renovation dann nicht unbedingt reinkommen. Aber die Leute fühlen sich einfach wohl. Und teilweise sind das wirklich Gemeinschaften, die über Jahre und Jahrzehnte mehr oder weniger mit dem gleichen Bestand an Mieterinnen und Mieter zuerst Kind aufziehen und nachher irgendwann ins Alter gehen. Also, ich glaube, es ist dort eben auch etwas anderes, wie einfach ich wohne niemand und ja, wenn es mir dann nicht mehr gefällt, gehe ich niemand anders hin, sondern ich bin in einer Genossenschaft aufgewachsen, ich bin so ein Genossenkind. Das ist wirklich ein anderer Zusammenhalt, wie wenn man sonst wohnt. Man muss das auch wählen, aber es hat wirklich auch seine Vorzüge. Und das scheint etwas zu sein, was die Leute auch wollen. Also wenn ich schaue, wie alle Genossenschaften überrannt werden mit Anfragen. Zumindest in der Stadt Zürich wollen viele in einer Genossenschaft wohnen. Das ist ein Thema, das ich noch aufgreifen möchte, das vielleicht ein bisschen wegkommt vor Umsetzung. Aber eben, vorhin gesagt, die Genossenschaftswohnung zu bekommen ist sehr schwierig, aber auch bei den städtischen Wohnungen, immer wenn eine neue Siedlung aufgeht, sind ja Tausende von BewerberInnen, die quasi kämpfen um die Wohnungen. Jetzt werden sie per Zufallsprinzip ausgewählt. Ich nehme an, bei euren Wohnungen, wenn ihr für 1900, 2000 Franken eine 4,5-Zimmer-Wohnung vermietet, werden auch Bewerbungen sehr viele sein. Wie, dass man überhaupt an so eine Wohnung kommt, ist ja wahnsinnig schwierig. Entweder wird man per Zufallsprinzip ausgewählt, schlussendlich, nachdem man diverse Kriterien erfüllt. Oder eben bei der Genossenschaft muss man entweder sehr lange warten oder man ist reingeboren, muss sich schlussendlich ja auch eben diesen Statuten verschreiben. Man muss hinter denen stehen, man muss Glück haben bei Wohnungen. Ist es so, also längt ist es so, das Auswahlverfahren für die Wohnungen, nicht mich noch wundern, was ihr zu dem sagt, weil gefühlt für Menschen, die eine Wohnung suchen, man findet keine Chance, dass man so eine Wohnung bekommt. Und dann ist er, wir sind aber schon bei 26%. Also bei 30%, das bringt ja gar nichts, dann kommen wir ja gar nicht viel weiter. Ich glaube, es sind natürlich jetzt so ein paar Begriffe gefallen, wie wenn man in eine Genossenschaft reingeboren ist, dann hat man gute Chancen, da auch quasi so sein Leben drin zu verbringen und dann die Kinder und vielleicht die Enkelkinder sogar auch. Das ist ein etabliertes Phänomen, da committen sich die Genossenschaften zu. Und das hat natürlich aber auch gleichzeitig den Effekt, dass einfach weniger Wohnungen auf den Markt kommen. Es sind so die jungen, neuen Genossenschaften, die es anders machen oder neueren, so neu sind sie dann auch nicht mehr alle, aber so eine Kalkbreite, die das Prinzip eben nicht anwendet. Das heißt, da gibt es ja auch gar keine Begrenzung von der Anzahl der Genossenschaften, vielleicht auch noch nicht, aber es gibt sie nicht. Das heißt, da wird jede Wohnung ausgeschrieben und es kann sich eigentlich jeder immer mit der gleichen Chance wieder neu drauf bewerben. Das würde ist aus meiner Sicht ein Beitrag an die etwas größere Transparenz, aber es hat natürlich eine Abkehr von einem althergebrachten System, was dann für viele Genossenschaften gar nicht vorstellbar ist. Stadt schreibt auch alle Wohnungen aus. Das ist auch ein wichtiger Entscheid. Das ist vielleicht auch noch nicht immer so gewesen. Früher sind Chefbeamte, die auf Zürich gezogen sind und noch keine Wohnung hatten, bekamen dann direkt auch noch eine Wohnung. Das sind aber Zeiten, die haben sich definitiv geändert. Auch bei Stadt wird alles ausgeschrieben. Und ich glaube, dort auch dran zu glauben, man muss einen langen Schnuf haben. Und ich denke, die Außenquartiere sind einfacher als der Kreis 1, 2, 3, 4, 5 und 6 natürlich. Aber auch die Wohnungen sind zu haben. Selbstverständlich ist es jetzt bei der Wohnsiedlung Hornbach einfach natürlich eine unglaubliche Anzahl mit einer ganz, ganz geringen Chance oder mehr so wie Lotto. Genau. Also ich bin übrigens aus der Genossenschaft raus. Ich wohne heute nicht, oder wir wohnen nicht in einer Genossenschaft. Und zwar ist das Problem, dass man effektiv, durch das, dass ich ein Büro daheim habe, meine Partnerin Kunst macht, wir kein Kind haben,
die Anforderungen, wie viele Leute dann auf die Wohnung müssen, drin leben, nicht erfüllen. Also von dem her, ich bin eigentlich in die Genosse Grosswohnung und bin raus. Beim Ausschreiben, oder? Das ist eben auch so ein Drama auf eine Art. Natürlich würde man sich sehr wünschen, es wird ausgeschrieben, es können sich alle bewerben, dann sucht man die beste Bewerbung. Dann könnt ihr aber die Administration, Geschäftsstelle, die könnt ihr aber gerade massiv vergrößern, weil das sind so viele Bewerbungen, das erschlägt einem, oder? Und der Vogino zum Beispiel funktioniert jetzt umgekehrt. Also, man muss Genossenschafterin oder Genossenschafter sein, damit man sich kann bewerben und dann, weil die Hausvereine eine ganz wichtige Rolle haben als selbstverwaltete Organisationen, könnten die auch mitreden, wer bekommt die Wohnung schlussendlich. Also wir gehen nicht den Weg, dass wir alles ausschreiben. Ich glaube, wir würden zusammenbrechen bei all diesen Anfragen. Und ich nehme an, es war auch mit dem Grund, warum die Stadt andere Wege geht. Weil, also, das ist ähnlich wie beim Stellenmarkt, wo man teilweise Stellen ausschreibt und dann hat man 200-300 Bewerbungen. Hilfe! Also das ist recht anspruchsvoll. Bei euch, nehme ich an, werdet ihr auch, gibt's auch, ihr schreibt alle Wohnungen aus oder ist bei euch, geht es unter den Hang? In der Regel wird alles ausgeschrieben und einen Grossteil macht bei uns, das haben wir outgesourced, Bewirtschaftung, das machen wir nicht selber. Und da kommen wir jetzt ein bisschen weniger mit über, aus, wenn es eine Erstvermietung ist von einem Objekt, wo wirklich wahnsinnig grossen Anklang findet, dann hören wir es dann schon auch, wie wir es jetzt in Basel gerade erlebt haben, dass die ziemlich ächzen unter den Leuten, obwohl die Mieten für Basel alles andere als günstig sind. Ja, wir haben jetzt viel gehört, es ist schon knapp jetzt, das Land ist knapp und eben eine Wohnung zu bekommen ist schwierig. Und gleichzeitig ist Zürich so eine 500'000 Stadt werden. Wie funktioniert denn das? Wie bringen wir eine 500'000 Stadt mit so knappem Boden, mit anscheinend, wie alle kommen, es ist für Firmen spannend, dementsprechend könnte man teure Wohnungen bauen, weil wir haben ja viele Firmen, die gut zahlte Menschen haben. Wie bringen wir es denn in eine 500'000er Stadt her, dass wir 30% kostenmiete Wohnungen haben? Oder günstige Wohnungen zumindest, die Menschen können zahlen können. Zuerst muss man sich mal fragen, wo man überhaupt die Leute noch unterbringt. Wenn man dann 500'000er Zahl erreicht. Wir haben es jetzt ja diskutiert. Also ich glaube, freies Bauland gibt es nicht mehr wirklich viel. Und das, was es noch hat, ist wahrscheinlich ethisch ein bisschen fraglich, ob man das zum Bebauen freigeben kann. Andere Gemeinden oder Städte, die tun sich zusammenschliessen oder tun die Gemeinden. Das ist sicher eine Möglichkeit zum Wachsen, ohne dass man bauen muss. Da wird man einfach grösser. Ob das Problem löst, ist eine andere Frage. Und sonst gibt es, wenn man mehr Wohnraum braucht, wir können nur noch in die Höhe. Wollen wir das? Wollen wir noch mehr in die Höhe? Vielleicht bin ich für die Antwort nicht ganz zuständig, aber ich sage mal, es gibt die Vorgabe, das ist ja auch eine kantonale Vorgabe, 80'000 plus oder bis 2040 ist die Zahl und in der bestehenden Bau- und Zonenordnung ist das Potenzial drin, also wir können so viel verdichten, dass auch dieser Wohnraum da ist. Mit dem neuen kommunalen Richtplan, der ja noch nicht erlassen ist, aber auch da sind nochmal Potenziale ausgewiesen. Das sind dann die Quartiere Affoltern, also und Schwammending, Zürich Nord, also da gibt's die Möglichkeit und wenn Zürich als Stadt wachsen will, dann sind das die Möglichkeiten, diese Dichte zu erreichen. Aber die Frage war ja das Wollen und ich glaube, da gehen die Meinungen natürlich, wie zu Beginn schon gesagt, extrem auseinander, weil man halt auch Schiss hat oder Angst hat einfach vor Verdichtung, vor Veränderung und wir hoffen, es gibt oder es braucht da einfach ein gutes Gleichgewicht, weil ohne Verdichtung werden wir auf jeden Fall das Ziel nicht erreichen. Es ist jetzt wieder das Stichwort Verdichtung gefallen, aber ich möchte jetzt gleich nochmal auf das stetige Wachstum auch nochmal euch ansprechen. So, ist das sinnvoll oder müssten wir andere Wege suchen, die Stadt Zürich attraktiv zu machen oder drin zu leben, als einfach, dass sie irgendwie grösser wird und irgendwie Menschen müssen drin Platz haben? Ja gut, die Frage ist, also wenn wir jetzt ganz ketzerisch dahinter wollen, müssen wir die Stadt Zürich wirklich immer attraktiver machen, weil dann wird das Problem grösser. Also, Mit der ganzen ÖV-Anbindung und so weiter hat man ja eigentlich das Umland näher an die Stadt angebunden.
Ja, ich denke, also die Stadt scheint jetzt eine Faszination zu haben, die in dieser Phase, wo die Landflucht ja auch war, also wo ich jung war, war das ja das Thema, haben alle aufs Land wollen und in der Stadt hat man eigentlich nicht so wohnen. Das hat sich wirklich verändert und das scheint anzuheben. Ich möchte einfach nur sagen, verdichtet wohnen heisst nicht per se, dass das schlecht ist. Also ich glaube, man muss aufpassen, wie eng, wie verdichtet das Ganze dann ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schaue in Oerlikon, wo das ganze Industriegebiet zusammengebrochen ist und dann so in einer Zwischenphase hat es Musicaltheater gehabt und ein bisschen Gewerbe. Und noch unter der Stadträtin Ursula Koch hat man ja dann das ganze Quartier wirklich entwickelt. Und wenn ich zum Beispiel schaue, wie viel Park das es dort hat, wie viele Grünzonen, wie viele Begegnungsmöglichkeiten, dann ist zwar verdichtet gebaut worden, aber man hat sehr wohl dann eben, statt dass jeder ein kleines Wiesli vor seinem Haus hat, hat es dann viel grosse Park und die Leute sind dort sehr wohl. Also, ich glaube, man muss davon weggehen, oder ich habe nicht den Eindruck, dass wir irgendwann einfach die ganze Stadt zubetonieren. Das, denke ich, ist überhaupt nicht das Thema, oder? Aber verdichtet kann wirklich auch so heissen und das kann durchaus attraktiv sein. Die Höhe, ja, das ist ein Thema, oder? Ein Stock mehr oder zwei auf einer grösseren Überbauung gibt sofort mehr Wohnungen. Da ist dann natürlich wieder die Frage, wie weit uns dann Bau- und Zonenordnung Grenzen setzt. Wie weit das ein Hochhäuser sein müssen in Zürich oder generell in der Schweiz, das ist, glaube ich, eine grosse Diskussion. Auch das muss nicht schlecht sein, aber es ist auch nicht immer gut. Also ich glaube, da ist dann auch wieder ganz wichtig, wie bewirtschaftet man, wie setzt man die Leute zusammen, dass es nicht irgendwelche, ich sage jetzt bewusst den Ausdruck, Ghettos gibt. Oder? Also wir haben in Stadt Zürich auch so ein Gebiet mit städtischen Liegenschaften, wo man teilweise sagt, also dort würde ich jetzt nicht müssen wohnen. Auch wenn es grün heisst im Namen, aber je nachdem ist das nicht attraktiv. Ja, man muss es im Einzelnen anschauen, aber sorgfältig verdichten und trotzdem mit den Grünflächen Sorge haben, kann spannende Möglichkeiten geben. Also ich würde dort ein bisschen davor warnen, einfach zu sagen, das ist schlimm, das darf es nicht geben. Also verdichtetes Wohnen mit wahrscheinlich eben den Standards ein bisschen tiefer halten, dann schaffen wir die 30%. Ich würde mir irgendwie, aber das kannst du weder die Stadt machen, noch wird das in der Schweiz jemand wählen, oder? Aber, also, ich meine, eins von den Problemen, die wir haben, wenn wir schauen, was mit der Spekulation gezahlt wird, oder? Und das ist natürlich, das ist ein Riesenproblem, das ist ein Riesenkostentreiber, oder? Und das macht auch Druck, auch auf Genossenschaften. Oder? Dass man muss sagen, hey, können wir noch vernünftig etwas kaufen, oder? Und im Wissen darum, dass es überhaupt nicht das Thema ist, in der Schweiz da irgendeinen Deckel wollen, neu mit drauf zu tun oder Sachen in Frage zu stellen. Aber ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, wo man sich schon muss fragen, ist das richtig, oder? Immobiliengesellschaften, wie wild aufkaufen, gewisse Pensionskassen, die beim Versteigern von Häusern einfach mitbieten und einfach zahlen, weil sie mit das Geld investieren. Ja, das sind unsere Renten, die unsere Mieten zeitlebens dann hoch machen. Das kann doch nicht eine Lösung sein. Und dort habe ich manchmal den Eindruck, das müssen wir grundsätzlich mal anfangen, auseinandernehmen, oder? Mhm. Weil die Kostentreiber, wenn man die einfach stehen lässt und sagt, ja, das ist halt so, ja, wenn dann die städtische Liegenschaft bzw. im Baurecht nicht mehr möglich ist dann wird's anspruchsvoll, oder? Und ich finde es ärgerlich, was zum Teil für Preise gezahlt werden, ich muss es schon sagen, oder? Und das nimmt man einfach hin. Und da würde ich mir manchmal schon ein bisschen mehr Handlungsmöglichkeiten wünschen. Und Genossenschaften bieten dann einfach nicht mit, oder? Aber möchte ich, dass meine Pensionskasse jeden Preis zahlt? Ich weiß es nicht. Nein, eigentlich auch nicht unbedingt. Also, ich weiß aber auch, ich bin froh, dass sie einen guten Job machen und sie sind jetzt der falsche Adressat für den S. Also, das möchte ich noch klar sagen. Ihr seid da anders unterwegs, oder? Aber eben so Anlage von Immobilienfonds, die einfach wie ein Staubsauger anfangen, Zeug aufkaufen, um dann irgendwie dort das Big Business machen, das kann eigentlich nicht im Interesse von einer Stadt sein und auch nicht im Interesse von der Schweiz sein.
Gut, ich glaube, wir haben ja ein Problem heute. Das ist, Geld haben kostet Geld. Und wir wissen es alle, oder? Die Börsenaktienmärkte, die sind sehr volatil. Die laufen zumindest jetzt momentan dieses Jahr wieder mal ganz schlecht. Das macht einfach Immobilien attraktiv. Und die Firmen, Versicherungen, Pensionskassen, da schwemmt einfach jeden Monat, jedes Quartal schwemmt das Milliarden in die Konstrukte. Und das Geld, das muss irgendwo hin. Weil wenn ich es auf dem Bankkonto lade, dann kostet das Negativzins. Und das sind Wahnsinnsbeträge, die sich da über ein Jahr zusammenlaufen. Und wo geht man noch hin? Das ist... Es hat Jahre gegeben, Ende 90er Jahre, dort sind die Börsen ab. Und dann hat man die Immobilien halb gratis bekommen. Und nachher hat das angefangen zu kehren. Und dann haben alle die Immobilien wählen und dann sind die Preise gestiegen. Vielleicht kehrt das wieder einmal, ich weiß es nicht. Aber solange das Geld so günstig bleibt, solange wir so nicht die Wirtschaft so ist, werden wir diesem Problem kaum Herr werden. Das ist einfach meine Meinung. Und auch uns wäre es lieber, es würden nicht so Preise gezahlt werden. Dann könnten wir auch wieder mal etwas kaufen, was im Moment für uns außerhalb von der Reichweite ist. Das Thema von heute Abend ist ja das Drittelsziel, aber vielleicht möchte ich nicht jetzt von dem Drittel wirklich ablenken, aber einfach auch nochmal sagen, dass es ist ja auch ein sehr eng gefasstes Ziel, oder? In der Verordnung oder dem Gemeindeordnungsartikel steht eben ja das auch nochmal auf die Kostenmiete bezogen. Und es gibt ja neben jetzt dem, was Genossenschaften machen und Stadt macht, einfach ja auch noch viele Anbieter, die günstige Mieten anbieten. Das sind eben dann auch die PWG als Stiftung, die ja nicht in diesen engeren Kreis gehört. Das ist einfach eine reine Definitionsfrage, durchaus aber sehr günstige Wohnungen anbietet, oder auch eine Aporta-Stiftung tun das auch. Also man hat sich dort auch ein hehres Ziel gesetzt. Es ist ein wichtiges Ziel, das das ermöglicht, dass wir mit diesem EFRO jetzt auf dieses Ziel hinarbeiten können. Aber es ist halt auch nicht dann die einzige Zahl, die vielleicht im Raum stehen bleiben darf, dass man nur das Ziel nicht erreicht, sondern einfach auch sehen muss, dass der Markt einfach auch noch weitere Player hat, die wichtige Beiträge leisten und auch noch welche dazukommen werden. Das ist jetzt dieser Artikel 49b im kantonalen PBG, der jetzt sagt, bei jeder Aufzonung, bei jeder Neuzonung, Einzonung werden einfach auch zusätzlich günstige Wohnungen erstellt. Das sind also noch weitere Mittel, wegen jetzt die Frage nochmal, erreichen wir es nicht. Ich glaube, es sind viele Maßnahmen getroffen worden, dass wir auf jeden Fall dort wesentliche Beiträge leisten können. Vielleicht müssen wir es dann auch schön rechnen, oder? Also wenn wir, das ist ja noch spannend, also man redet jetzt von Anzahl Wohnungen. Man könnte auch von Anzahl Menschen reden, die so wohnen. Oder? Und dann gesagt, also nebst dem, ich will natürlich, dass wir den Drittel oder noch mehr herbringen, auf alle Fälle, oder? Aber ich finde den rein auf die Wohnung finde ich noch komisch. Das ist gut gewesen, im Abstimmungskampf, da hat man etwas in den Händen gehabt, wo alle verstanden haben, oder? Aber tendenziell wohnen in den Wohnbaugenossenschaften mehr Menschen auf der gleichen Fläche Wohnung wie sonst. Und es ist auch die ganze familienfreundlich und so weiter ist das Thema. Und ich glaube, das ist ja schlussendlich auch wichtig. Also nicht nur einfach die Anzahl, dass man Strichli machen kann und sagen, jawohl, jetzt sind wir bei so und so viel Prozent. Oder eben, es geht jetzt vielleicht sogar ein bisschen zurück, sondern auch zu sagen, wie viele Menschen haben jetzt die Möglichkeit, zahlbaren Wohnraum zu finden. Und ich glaube, das dürfte man auch im Auge behalten. Und je nachdem sieht es dann ein bisschen anders aus. Mhm. Ja, die Anzahl der Menschen, die solchen Wohnungen wohnen werden, die wird steigen. Und vielleicht noch als zweites oder letztes Instrument, als weiteres Instrument und vielleicht dann auch das letzte, ist eben auch die Vermietungsverordnung, die bei der Stadt Zürich jetzt in Kraft getreten ist, mit 1.1.2019 und mit einer Übergangsfrist fest dann natürlich gesetzt ist, dass dann auch alle Wohnungen eigentlich nach der Verordnung oder dem dazugehörigen Reglement vermietet werden müssen. Das sorgt dafür, dass Belegungsvorschriften eingehalten werden müssen und dass eben die Wohnungen, die wir haben, auch entsprechend genutzt werden. Das heißt, belegt werden von Personen, die sie eben auch dringend brauchen. Stadt Zürich war schon mal fast so groß wie heute, oder? Mhm. Aber natürlich mit viel weniger Fläche, oder? Das sind ja auch alles Themen, die sind einem nicht so präsent, oder? Es ist tatsächlich dieser Wohnflächenverbrauch, der diese Knappheit jetzt einfach auch noch mit ausmacht. Vielleicht noch als Letztes. Aber du hast schon angesprochen, es gibt die fixe Quote von 30%, die an die Kostenmiete gebunden ist. Und dann gibt es eben auch die Player, wie Honest Enes, die bezahlbaren Wohnraum ermöglichen oder eben auch Stiftungen. Gibt es da Möglichkeiten, vielleicht die Zusammenarbeit zu verbessern? Gibt es da Möglichkeiten, irgendwie
Oder was braucht es, dass man eher an Land kommt, an Immobilien kommt, müsste da irgendwie eben im Baugesetz oder in der Bauverordnung irgendwie heissen, solche Player haben Vorrang beim Kauf, bei einem gewissen Prozentsatz. Also, vielleicht noch etwas zum Träumen am Schluss. Wenn man jetzt die 30% mal weg, einfach mal in der Richtung günstig, zumindest bezahlbar, wie kommen wir dort für? Also, meine Wahrnehmung ist schon, es gibt heute so in einer Art Röstigraben. Es gibt einfach so zwei Lager. Die Guten, das sind Genossenschaften und die öffentliche Hand, und die Bösen, das sind so die Versicherungen, Pensionskassen, die nur einfach den Markt abgrasen und möglichst viel Geld versuchen rauszuholen, ohne dass man vielleicht mit Grundvoraussetzungen auch mal vergleicht. Wie zum Beispiel, ich weiss zumindest die Stadt, und ich denke, Genossenschaften müssen das Land nicht zum Marktwert einsetzen. Pensionskassen sind dazu verpflichtet, wir haben gar keine Wahl. Unsere Liegenschaften, das wird einfach jedes Jahr mehr wert. Das heisst, wenn man nicht mehr Miete hat, dann gibt es dann automatisch irgendwann eine Kostenmiete, weil es einfach teurer wird. Und ich bin überzeugt davon, es geht nicht, ohne dass man aufeinander zugeht und dass man auch mal vielleicht der ein oder andere institutionelle Anleger anfragt, hättest du vielleicht mal Interesse, weil einfach andere finanzielle Mittel da sind, unter gewissen Voraussetzungen bei mindestens anteilmässig preisgünstigen Wohnungsbau zu machen. Ich bin nicht der Meinung, dass man da generell Versicherungen oder Pensions einfach generell dagegen sind. Überhaupt nicht, aber so einfach die zwei Lager auf Dauer, glaube ich nicht, dass das gut kommt. Die zwei Lager haben jetzt die eine Seite geht schön eigentlich physisch quasi die andere Seite, wenn sich die Seite auch noch äußern. Also ich habe vorher als Beispiel zum Beispiel so Immobilienfonds und so erwähnt, oder? Also auch internationale Spekulanten, also mit grossem Vermögen, die dann in die Stadt kommen und versuchen, da Fuß zu fassen. Oder? Also mit BlackRock hat man schon darüber geredet, das ist in der Stadt das Thema. Also mir geht es sehr stark auch um die, also nicht nur um Pensionskasse. Oder? Also wirklich auch schaut, wer kauft, wie geht das. Ich glaube, bei der Pensionskasse ist es einfach ein bisschen problematisch, weil es eigentlich ja das Vermögen ist von den Leuten, die es nicht Miete treibt, oder? Oder nicht teilweise verunmöglicht, dann selber eine Eigentumswohnung zu kaufen oder so. Ich glaube, das ist einfach dort das Problem im Konstrukt. Was sie natürlich zu Recht sagen, es fließt so viel Geld rein und ich muss etwas Schlaues machen damit. Hilfe, was machen wir, oder? Für Genossenschaften, glaube ich, ist eben das Finanzielle gar nicht das Problem im Moment. Also auf Banken werfen das Geld eigentlich so günstig wie noch nie auf dem Markt, sondern das Problem ist wirklich, qualitativ hochstehendes Land zum Beispiel können zu kaufen oder mindestens im Baurecht mit allen Tücken, die man das aber auch hat. Also für Genossenschaften, man kann einfach alles in dieser Art machen, sonst haben wir dann die nächste Generation ein Problem. Aber also, wie können wir dort bestehen, ohne dass wir den Wahnsinn von dem immer höheren Immobilienpreisen mit anheizen, weil wir ja auch mit steigern. Und ich glaube, vielleicht noch etwas, was ich mir jetzt nicht so beliebt mache damit, aber es gibt auch einen Teil Private, die vermieten, die zu anständigen Preisen vermieten. Oder? Also auch das haben wir in der Stadt. Oder eben, wo dann teilweise das Mehrfamilienhaus an einer Genossenschaft verkaufen, weil sie sagen, ich will, dass das in dem und dem Geist weiter betrieben wird. Ich habe das als Eigentümerin gemacht oder als Eigentümer. Ich will, dass das so weitergeht. Und ich glaube, dort ist es auch eine Aufgabe von uns, den Kontakt zu finden. Und bei uns sind es zum Beispiel zum Teil auch Mieterinnen und Mieter von Mehrfamilienhäusern, die hören, hey, unser Eigentümer, unsere Eigentümerin will verkaufen, will aussteigen. Wir haben jetzt zwei Immobilien das Jahr so können kaufen, über die Vermittlung quasi von jemandem, der dort gewohnt hat, und gesagt hat, hey, nehmen Kontakt auf, die wollen verkaufen. Und sie wollen nicht am meistbietenden verkaufen, sondern sie wollen genau schauen, was machen Käuferinnen und Käufer nachher mit dieser Immobilie. Und das ist für mich schon auch noch ein hoffnungsvoller Blick, oder? Dass eben auch da durchaus verantwortungsvolle Leute da rum sind.
Also das ist, glaube ich, neben dem, was Sie gesagt haben, vorhin, dort gibt es die Genossenschaften und die Guten und da gehört die Stadt dann eben auch noch dazu und da gibt es die Privaten, die Institutionellen und privat ist nicht gleich institutionell oder dazwischen gibt es einen sehr, sehr großen Anteil auf diesem Mietwohnungsmarkt, dass einfach private Eigentümer sind, die vielleicht teilweise sich in die Richtung entscheiden, anders entscheiden, sie behalten es selber und ich glaube, da gibt es auch einen großen Bestand an günstigen Mieten, weil natürlich aber auch das Mietrecht das hier in der Schweiz sichert, weil eine Wohnung einfach 900 heute und morgen 1800, das funktioniert einfach gar nicht, oder? Man darf maximal 10% erhöhen bei einer Wiedervermietung, außer es wird noch im großen Stil dazwischen investiert. Also wir haben viele Instrumente, dass es nicht so einfach durch die Decke schießen kann, aber es sind natürlich die Neubauvolumen, die jetzt entstehen, die dann auch Angst machen und die dann mit diesen teuren Preisen auf den Markt kommen. Aber es gibt einen tollen, glaube ich, Beitrag vieler privater Hauseigentümer an diesen Wohnungsmarkt. Ja, wir gehört verschiedene Player, die sich engagieren für A, bezahlbare Wohnungen und B, das drittes Ziel. Grosses Grundsatzproblem von wie Gelder fließen und wie knapp der Boden ist, wo, und das drittes Ziel nicht wird einfach so können lösen. Ich würde jetzt aber hier gerne auftun, und zwar für Fragen für die Menschen, die da vor uns hocken, aber auch für der oder die daheim vor dem Bildschirm, die das über die Tastatur machen kann. Wir haben hier ein Mikrofon, das entweder umgegeben werden im Raum oder du lässt vor, was online reinkommt. Fragen? Okay. Also meine Frage lautet, warum kann man nicht in die Höhe bauen? Was bremst da? Also das stört nicht mehr. So viele Häuser werden in der Stadt Zürich gebaut, nur 6 Stück. Ich finde es so schade, dass eben, weil das Land so rar ist, warum kann man da nicht 10 Stück bauen? Ja, das ist meine Frage, was so schlimm ist. Ich kann da gerne was zu sagen. Ja, also ich glaube, wenn man einfach ein bisschen so Städtebau sich so genau anguckt, dann stellt man einfach auch in Zürich fest, es sind relativ schmale Straßenquerschnitte und die erlauben teilweise wirklich eine andere Dichte in schmalen Straßen, als man das in großen Städten wie Paris etc. kennt, oder? Wo einfach mal große Achsen reingebaut worden sind, wo plötzlich 10 Geschosse stehen und man merkt es gar nicht. Also das ist, glaube ich, ein Teil von diesem auch Verdichtungsangst, oder? Und das andere ist, dass natürlich über den kommunalen Richtplan, über die BZO heute schon, aber dann auch wieder den kommunalen Richtplan, also erhebliche Ausnutzungs- und Reserven dann geschaffen würden, die einfach nur in die Höhe gehen. Also es wird kommen, aber es ist noch nicht heute in jedem Quartier natürlich auf die Art möglich. Aber ich sag mal, auch eine Kalkbreite ist aus dem Boden hoch und es sind über 7 Geschosse und das sind erhebliche Volumen jetzt, die dort stehen, die durchaus vertretbar sind. Aber 10 Stocke ist dann vielleicht die Höhe, die nicht so im Standard in der Stadt ist. Da ist man eher in Genf, da hat man wieder einen ganz anderen Städtebau. Und hier sind es jetzt häufig die Wohnhochhäuser, die aber auch zunehmen werden. Siehe, jetzt auf dem Kochareal wird eins gebaut werden. Also das sind Themen, wo wir in die Höhe gehen oder Thurgauer Straße auch. Aber da sind dann auch die Diskussionen natürlich extrem erhitzt um solche Fragen. Gibt es eine Ergänzung? Ja, ich denke, in die Höhe bauen, es wird sicher mehr kommen. Ich bin aber der Meinung, man muss das massvoll machen. Es gibt ja viele Interessen, die man ja irgendwie muss unter einen Hut bringen muss. Ortsbildschutz, Städtebau, Denkmalschutz. Und man muss auch schauen, dass es keine Ghettoisierung gibt. Gerade wegen der schmalen Straße, wenn man dann irgendwie nur noch 15 Geschosse haben, links, rechts, dann wird es dann vielleicht unattraktiv und am Schluss hat man einfach leeren Wohnraum. Unabhängig davon, was er kostet. Genau, wenn es zu viel hat, wird er günstig. Das ist lustig, ich könnte jetzt 2 Sachen drauf sagen. Also dort, wo ich aufgewachsen bin, hat es Hochhäuser gehabt. Also das war vor 50 Jahren in der Stadt Zürich. Am Stadtrand in Altstädt, dort hat es Hochhäuser. Für uns Kind überhaupt kein Problem. Tipptopp gewesen, oder? Wenn ich jetzt aber aus Sicht von der Woginow zum Beispiel schaue, mit der Idee von der Selbstverwaltung von der Immobilien, dann wird das wahnsinnig schwierig. Und da müssen wir dann wahrscheinlich wieder am Modell weiterdenken, wie könnte das funktionieren. Weil natürlich in der sonst Art Häuser geht das viel besser. Oder? Da ist es überschaubarer, wer drin wohnt und sich dann wirklich entsprechend kann einbringen kann. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das muss vielleicht nicht ganz ein Hochhaus sein, aber wirklich ein grösseres Gebäude, da müssen wir mal wieder
dahinter und sich überlegen, wie könnte man das jetzt, wie könnte man das gestalten? Also, ich glaube, kurze Antwort, es kommt wahrscheinlich das Mäse oder zusammengefasst. Weitere Fragen? Werfen noch einen Blick ins Online. Ja, also ich habe sonst noch eine Frage. Was sind denn eigentlich so Konsequenzen? Ich meine, das ist ja ein Auftrag an die Stadt gewesen, und was ist, wenn wir es nicht schaffen? Beziehungsweise können mit diesen Konsequenzen vielleicht eben die Leute oder die Privat- und Institutionen anregen, das Ziel mehr zu erreichen? Also erstmal haben wir vorhin schon gesagt, es sind eben noch die 30 Jahre, von daher denkt heute noch keiner wirklich ernsthaft darüber nach, was ist, wenn man es nicht erreicht. Und der, sag mal, die Anstrengungen sind eben das, wo wir unsere Energie im Moment reinlenken und weniger darüber eben jetzt philosophieren, dass man es nicht erreichen könnte. Und die gesetzlichen Grundlagen sind eben heute nicht vorhanden. Sie müssten mindestens auf kantonaler Ebene wie auf oder auf Bundesebene geschaffen werden, um dann wirklich über einen kommunalen Richtplan, wo sogar dann das Wohnen drin verankert wäre, dann wirklich zu eben diesen Themen zu kommen. Aber es ist einfach heute undenkbar, oder? Und das ist einfach eine Frage von wem gehört das Land und nicht und keine andere, oder? Ich glaube, sorgfältig damit umgehen ist schon wichtig, weil sonst drücken wir einfach einen Teil der Bevölkerung aus der Stadt. Oder wir werden auch, wenn Mieten steigen, wir werden immer Leute haben, die zahlen können. Aber wir haben keine durchmischte Gesellschaft mehr. Das sieht man ja, in verschiedensten Situationen. Oder? Also, und das, finde ich, ist einfach gefährlich für eine Stadt wie Zürich. Oder? Also wenn man dann wirklich einfach nur noch so ab einem gewissen Einkommen, oder? Ich meine, wenn man sagt, ja 2'000 Franken Miete, das wäre eigentlich, wenn man so die Faustregeln anwendet, 6'000 Franken Einkommen. Und 2'000 Franken Miete ist nicht so ein hoher Mietzins, oder? Das kann man sagen, das findet man, völlig problemlos in der Stadt findet man das immer. Aber wir finden auch Leute aus der Stadt rausdrücken, die ich würde Job finden. Einfach, wenn wir dem nicht Sorge haben und schauen, dass wir solide, günstige, verlässliche Mieter anbieten können. Online scheinen die Leute alle ihre Fragen bereits im Podium beantwortet zu bekommen. Dann bleibt mir an dieser Stelle in erster Linie mal zu danken an meine Diskutierenden hier auf der Bühne. Danke vielmals, habt ihr trotz Corona euch gewagt, hier mit mir auf der Bühne zu hocken. Habt ihr über ein drittes Ziel mit uns von Zürich geholfen diskutieren. Wir sind noch nicht fertig mit über Wohnen reden. Wir haben da noch ganz viel Weiteres, das wird kommen. Jetzt muss ich wieder schauen, dass ich das Kästchen begreife, was nicht ganz einfach ist für mich. Jetzt habe ich, glaube ich, wieder die falsche Richtung verwünscht. Ja, da sind wir. Also, Fokus Monat Wohnen geht weiter. Mandy, 7. Dezember, am 8. haben wir einmal mehr Cosmopolitics Wohnträume. Also, wer hat überhaupt Platz in der Stadt Zürich? Das findet nur im Stream statt, nur online. Und dann eine Woche drauf, am Dienstag, der 15. am 7. Mai beim Karl der Grossen, gibt es nochmal das Podium, wenn jetzt das Format besonders gut gefallen hat. Und da gehen wir über nachhaltige Arealentwicklung diskutieren. Ja, Anita Wiemann, danke vielmals. Danke vielmals. Astrid Heimann, euch danke vielmals. Ich danke. Und vielen Dank. Schneider, danke euch vielmals. Und ich würde euch selbstverständlich nicht gehen, ohne einen kleinen Güdiberg. jetzt, ihr seid ja schon bereits bei uns gesehen, bei Pitch Night, darum gebe ich euch einfach den Blutwein. Das ist doch schön. Ich glaube, zwei Member, Sachen brauche ich da nicht, aber umso besser eine Weinflasche mehr. Wir haben hier das Jubiläumsmagazin plus Flasche Wein und ein Jahr Member bei Zürich.ch. Merci, vielen Dank. Und auch für euch einen Goodie Bag. Ja. Und natürlich ebenfalls vielen Dank. Dabei. Sehr gerne. Und natürlich auch allen, die zugeschaut haben bei uns. Danke vielmals. Die sie da waren, danke euch daheim. Und wir sehen uns über den Stream am 7. und sonst am 15. wieder in live. Danke. Danke schön.